Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar spiele ich mal wieder Goat Simulator. Wir sehen... Warum liegt eine tote Frau neben mir? Ich habe keine Ahnung, was hier schon wieder abgeht. Allerdings herzlich willkommen hier heute zu einer... Was ist denn mit dieser Ziegelein schon wieder los hier? Herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Folge... Warum fliegt ein Helikopter lang? Herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Episode Goat Simulator mit mir, eurem Lieblings-YouTuber von hinten. Bevor wir... Genau, da fliegen wir erstmal aufs Maul. Bevor es hier wieder losgeht mit Firlefanz, Kacke, alles mögliche... Was ist das? Ist das ein Fahrrad? Do you wish to start a race? Complete the race as fast as possible. Okay, dann machen wir erst ein Race. 3, 2, 1, go. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt irgendwie abgeht. Ah, ich muss R drücken. Oh mein Gott. Ich bin nicht mal durch den Start durchgekommen. Also los geht's, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau langfahren sollen. Ich habe überwiegt... Hä, ich bin da hinten doch schon durchgefahren. Also wir sind jetzt schon bei fast einer Minute und er nimmt jetzt erst an, dass wir hier durch diese Teile durchfahren. Also ich habe da wirklich zu Beginn ordentlich reingeschissen. Ich wollte aber eigentlich, bevor das Video so richtig losgeht, kurz etwas sagen. Und oh mein Gott, da hätte ich rechts fahren müssen. Ich wollte eigentlich etwas sagen, bevor das Video losgeht. Und zwar an allererster Stelle, dass soeben ein neuer Podcast online gegangen ist. Ja, danke für den, wenn auch sehr kleinen Applaus. Auf jeden Fall ist gerade auf Spotify, Apple Music, Apple Pod... Ich bin schon wieder auf... Ich bin einfach scheiße in diesem Spiel. Soeben ist ein neuer Podcast online gegangen, auf allen möglichen Podcast-Plattformen, whatever. Eine neue Folge Dick und Doof mit Sandra und mir. Wir labern wieder über Gott und die Welt. Wir haben wieder kein richtiges Thema. Ein Link ist dazu auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ein paar Sekunden später. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das Auto da hinten hat einfach mein Fahrrad mitgenommen. Hier, schau ich das an, warte. Das ist nicht wahr. Der hat mein Fahrrad. Ich kann das Race nicht beenden. 12 seconds later. Was? Passiert hier jetzt gerade? Ja. Herzlich willkommen bei Goat Simulator mit Luca. Ich habe auch keinen Plan, warum diese komische Frau hier jetzt die ganze Zeit auf meinem Rücken rumreitet. Aber okay, wir nehmen das einfach mal so hin. Die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, ich werde umgefahren. Was macht der Typ da hinten? Digga, dieses Spiel, menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ich wollte auf jeden Fall mal wieder einer Person auf Instagram einen Shoutout geben, und zwar der Person namens sexy_sandra. Sie hat dieses tolle Spagatbild hier von Sandra gefotoshoppt. Also schaut auf jeden Fall mal gerne auf ihrem Instagram-Profil vorbei, und falls einer von euch eventuell in irgendeinem nächsten Video von mir auch ein Instagram-Shoutout bekommen will, dann verlinkt @laserluca auf euren Bildern, also markiert mich da einfach, dann sehe ich die. Und was, Digga, was ist denn mit diesen Typen da überhaupt los? Ist denn jetzt diese Person hier wirklich die ganze Zeit auf meinem Rücken, oder kann ich die irgendwie loswerden, oder wenn ich hier irgendwie the... Naja, jetzt ist ihr Kopf halt immer falsch. Die Sache ist allerdings, dass oben immer noch die Zeit von dem Race abläuft. Also ich glaube, ich muss das Race wirklich irgendwie beenden. Ich weiß allerdings nicht, wo dieses komische Auto mein Fahrrad hin verfrachtet hat. Ich glaube, das ist die schlechteste Race-Zeit, die je ein Goat Simulator-Spieler erreicht hat. In der Tat. Die dritte und letzte Sache, die ich euch allerdings noch kurz mitteilen möchte, ist, dass ich heute um 19 Uhr einen kurzen, knackigen Instagram-Livestream mache. Also schaut gern vorbei, ich heiße der LaserLuca. Und dann sehen wir uns dort vielleicht. Also hier vorne ist dieses nächste Tor, was ich irgendwie erreichen muss. Die Sache ist nur, ich habe halt kein Fahrrad. Ich wurde nochmal umgefahren. Vielleicht ist das Fahrrad allerdings wieder an dem Spawnpunkt. Warte, da könnte ich mal eben kurz nachschauen. Also hier rechts um die Kurve war das ja, glaube ich. Da steht allerdings kein Fahrrad. Doch, da! Oh mein Gott, okay, da ist das Fahrrad. Do you wish to start a race? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch schon die ganze Zeit bei dem Race dabei. Aber okay, ich glaube, wir müssen das ganze Race jetzt einfach normal machen. Ist für unsere Zeit auch deutlich besser. Also als erstes hier vorne durch das Tor durch. Genau, dann fahren wir hier weiter durch das Tor. Genau, hier weiter vorne durch hier. Zack, ich glaube, wir haben echt eine Chance auf den Weltrekord. Ein paar Sekunden später. Digga, was fährt da denn ein LKW lang? Fährt bei der Tour de France auch ein LKW durch die Fahrradmenge durch? Also, von der Tour de France bin ich noch weit entfernt. Allerdings werde ich jetzt wahrscheinlich, oder ich hoffe zumindest, dass ich unter diese 7 Minuten komme, die ich gerade hatte. Allerdings sieht es gar nicht mal so schlecht aus, weil ich habe endlich mal diese verdammte Steuerung begriffen. Und zwar muss man wirklich einfach nur mit der Maus lenken, und mit den Pfeiltasten muss man irgendwie das Gleichgewicht halten. Also jetzt hier links rum. Aha! Oh mein Gott. Ich bin schon wieder hingefallen und mein Fahrrad... Ey, bleib stehen. Bleib stehen. Bruder, du bleibst stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Zack. Nein, nein, nein. Ey, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr.
Wieso stecken überhaupt ihre Füße durch meinen Körper durch? Wow. Ich will zum... Und hier oben tanzen... Ich wollte einfach nur zu meinem Fahrrad. Wir waren so kurz davor, eine richtig gute Zeit rauszuhauen und jetzt sind wir hier auf dem Dach mit zwei tanzenden Leuten. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Herzlich willkommen zu Goat Simulator mit Luca. Da ist er auch schon wieder am Tanzen vor uns. Aber meine Damen und Herren, wir haben ein Ziel und das ist das Gewinnen dieses Races, beziehungsweise was heißt Gewinnen? Also wir haben ja nicht mehr Gegner. Wir fahren quasi einfach nur gegen die Zeit. Hier vorne ist auf jeden Fall unser Fahrrad. Das ist doch nicht deren Ernst! Bin ich jetzt wieder in so ein Fireworks-Ding rein? Ey, alles klar. Lass mich direkt überm... Oh. Sag mal, wollt ihr mich komplett verkackeiern? Mein Fahrrad ist irgendwo hier vorne. Genau, hier vorne liegt es rum. Das heißt, ich nehme das... Hä, wieso habe ich das... Okay, ich habe es irgendwie wieder weggekickt. Jetzt fahren wir hier vorne ganz langsam um die Kurve. Genau, das machen wir sehr gut, Madame. Und jetzt hier um die Kurve... Ich lieg schon wieder am Boden. Steh auf. Nimm dir das Fahrrad und weiter geht's. So, wir müssen einfach nur motiviert sein. Wir müssen einfach nur an uns glauben. So, hier vorne den Berg hoch. Hier vorne ist nämlich da... Das Traurige ist, ich mach das ja nicht mal extra. Das Spiel ist einfach so am Arsch. Wir fahren jetzt einfach rückwärts und dann fahren wir wieder vorwärts hier durch das Tor durch. Und jetzt ganz langsam drehen wir das Ding im Kreis. Genau, sehr gut. Sehr gut. Oh mein Gott, da hinten wäre das Ziel gewesen. Ich lasse das Fahrrad jetzt einfach weiter den Berg runterrollen, bis es irgendwie von alleine das Ziel erreicht hat. Und dann kann ich auch eigentlich nicht groß was falsch machen. Ja? Allerdings trifft das Fahrrad nicht so ganz. Und es... Ich check da nichts mehr. Also okay, wir gehen zum Fahrrad hin, drücken R, fahren um die... Ich lieg... Wo bin ich? Wo... Wo ist mein Fahrrad? Da, okay. Ab zum Fahrrad wieder hin, Freunde. Mir wird das hier mittlerweile alles ein bisschen zu spooky. Ey, komm, ey, Digga, ich will... Ich komme hier nicht hoch. Es hängt! Es hängt! Ey, mein einziges Ziel ist es, dieses gottverdammte Rennen abzuschließen. Ich dachte, wir schaffen jetzt eine super geile Zeit, aber warte, Moment, wir haben's! Your total time was... 2673960... Ja, war jetzt nicht so gut. Und wie kann jetzt diese Person hier von mir runter? Also, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich weiß nicht, wie ich diese Person loswerde. Allerdings hatte ich auch für das heutige Video eigentlich einen ganz anderen Plan, als dass wir dieses komische Race machen. Ich hatte nur dieses Fahrrad gesehen und dachte so, hey, das wäre vielleicht lustig. Aber jetzt ist das Video schon fast vorbei. Was sind das? Sind das so Öltrucks? Das... War ich jetzt nicht. Wir können ja mal hier vorne noch ein Stück weiter hochlaufen. Ich glaube, hier war ich vor ein paar Jahren tatsächlich schon mal in einem anderen Goat Simulator Video. Und hier oben ist irgendwie, hier ist gar nichts. Ist das ein UFO? Ich weiß wirklich fast gar nichts mehr von den ganzen Goat Simulator Videos, die ich vor Jahren auf meinem Kanal hochgeladen habe. Allerdings glaube ich, war ich hier schon mal. Denn hier ist diese, Bring a Towel. Steht hier. Okay, und was bist du? Headbutt Goat steht da unten. Also das hier scheint... Das scheint eine Ziege zu sein. Na gut, lassen wir die komische Ziege mal da vorne liegen. Laufen hier vorne runter wieder. Ich weiß nicht, ob ich mit dem UFO noch irgendwas anstellen kann, beziehungsweise soll. Ich glaube aber, ich habe auch diese Mission mit dem UFO hier irgendwie damals schon gemacht. Das hier ist auf jeden Fall unsere Welt. Ja. Schön. Was machen die da vorne? Warte, das möchte ich mir nochmal kurz anschauen. Ich... Bin auf die Fresse geflogen. Was guckt ihr so? Habt ihr noch nie eine Ziege mit einer Frau oben drin? Ja, habe ich auch noch nie gesehen. Also ich habe keine Ahnung, was die Jungs hier vorne machen. Es sieht so aus, als hätten die gerade etwas zu essen gemacht. Beziehungsweise, naja, okay, die... Entschuldigung. Oh mein Gott, das ist die Zwillingsschwester von meiner Tante auf dem Rücken. Hey, was geht, Madame? Ja, egal. Jetzt sehen sie auf jeden Fall beide ein bisschen komisch aus. Oh mein Gott, da hinten brennt's! Ich war ja früher Feuerwehrmann, 1938 im Krieg. Da habe ich das Feuer gelöscht. Und das hier ist gar kein Feuer, sondern es sind Fackeln. Was geht? Was ist denn hier los? Mittlerweile checke ich wirklich absolut rein gar nichts mehr. Ich laufe mal hier runter und hier vorne ist wieder Madame, die auch meine Madame ist. Warum ist hier so eine komische Musik? Irgendwie verstehe ich die Welt nicht mehr.
Und irgendwie macht die heutige Folge Goat Simulators auch vorne und hinten und an den Seiten absolut keinen Sinn. Von daher, meine Damen und Herren, würde ich das Video an der Stelle jetzt auch beenden. Ich habe wirklich gar keinen Plan, was ich im heutigen Video geschafft habe, beziehungsweise gemacht habe, beziehungsweise was ich machen wollte. Weil Goat Simulator, habt ihr, glaube ich, mittlerweile selbst begriffen, das schmeißt dich irgendwo rein und dann machst du das einfach. Wenn es euch allerdings dennoch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr doll über einen Daumen hoch von euch unter dem Video hier freuen. Schreibt mir zudem gerne unten in die Kommentare, was ich im nächsten Goat Simulator machen soll und abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke Crew seid. Übrigens kommen am 1.12. neue Klamotten in den Shop. Also ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Ciao!